Bonifor hat ein Video gemacht, wenn man ein Hetz... Yo, Freunde. Wenn man ein Hetz-Video gegen mich als Kritik tarnt. Das Video ist gegen Floppy. Lol. Okay, ja, da bin ich jetzt natürlich hyped, ne? Das muss ich jetzt erstmal sagen. Ganz ehrlich, das ist eine Steilvorlage für Bonifor. Das muss man jetzt einfach mal so sagen, weil das Video von Floppy war halt wirklich ein Flop. Es war halt wirklich ein Flop. Und jetzt bin ich halt sehr, sehr gespannt, wie es wird. Let's meine, solche go. Videos gibt es halt einmal die Woche. Also, aber ich habe Wahnsinn. Gesehen, dass es auf KuchenTV Uncut ganz gut Klicks bekommen hat. Außerdem haben auch andere Meinungsblogger darüber berichtet und die haben auch okay Klicks für ihren Kanal bekommen. Da dachte ich mir natürlich so, Jungs, ich habe meine Partnerschaft wieder, die Klicks nehme ich natürlich mit, oder? Ja, genau. Also, ich würde dann die drei Iced Out Rolex-Uhren nehmen, die beiden Lambos, genau, und das Haus von Monte. Ja, egal, was der an Geld will, Digga, den bezahle ich schon, alles gut. Bevor das Video startet, aber noch eine kurze Meldung von meinem Sponsor NordVPN. Ohne eine VPN. Nein, NordVPN. Bei einer VPN ist das dann. Oh ja, was? Seid. Bei NordVPN habt ihr nicht nur die doppelte Verschlüsselung, sondern zum Beispiel auch eine 24/7 Kundensupport, den ihr halt rund um die Uhr erreichen könnt. Dazu gibt es noch über 5500 Server in über 60 verschiedenen Ländern. China, Japan, Frankreich, Südafrika, Amerika, Brasilien, Australien, es ist wirklich alles vorhanden, egal wo ihr halt gerade sein wollt. Dazu werden keine Nutzerdaten gespeichert und solltet ihr innerhalb von 30 Tagen doch nicht zufrieden sein, was ich mir nicht vorstellen kann, dann habt ihr eine risikofreie Geld-Zurück-Garantie. NordVPN hat schon super viele Awards gewonnen. Wow. Ich kann euch diese Seite wirklich nur empfehlen. Das ist auch nicht so, dass ich seit 2012 Meinungsblogs mache. Okay. Ihr würdet mich wirklich wahnsinnig unterstützen, wenn ihr das Ganze über meinen Link macht. Und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit dem Video. Heute soll es einfach mal um das Video gehen, was Floppy hochgeladen hat. Ein ausführliches Video über KuchenTV, was dann 4 Minuten 30 geht, wovon halt nur 4 Minuten Inhalt ist. Aber gut, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass ich seit 2012 Meinungsblogs mache und schon etliche Skandale hinter mir habe. Dass du es überhaupt geschafft hast, bei einem KuchenTV 4 Minuten darüber zu reden. Digga, Props, ich glaube, das würde ich nicht hinkriegen. Das Video ist... Ey, Baku, ich grüß dich. Ich muss einfach sagen, ich finde wirklich, das Floppy-Video ist die größte Steilvorlage, die man hätte bringen können für irgendeinen Meinungsblogger. Wirklich, also wenn du gerne gegen andere Leute argumentierst, dann ist das Video von Floppy echt, das ist ein Segen einfach für jeden Meinungsblogger, weil da kannst du halt jeden in Grund und Boden einfach argumentieren, weil das, was da passiert, ist absolut mega lust gewesen. Ne? Also ich mag Floppy, der kann gute Videos machen, aber das Video war komplett ein Schuss in den Ofen. Ace Galaxy, grüß dich, Bruder. Schön, dass du da bist. Ist auf jeden Fall genauso wie die Bewertung, aber schauen wir einfach mal selber rein. Ja, KuchenTV, ein YouTube-Kanal, der für seine kontroversen, nichts ahnenden Aussagen bekannt sein sollte. Die unter anderem so ungefähr geklungen haben wie die AfD ist doch gar nicht so übel oder Person XY ist eine Fotze. Alleine das stört mich halt schon unglaublich krass, denn alleine nach 5 Sekunden bringt er schon eine negative Äußerung über mich, damit die Leute, die das halt sehen, direkt negativ eingestellt sind. Ich meine... Zumal auch Tim schon tausendmal wieder gesagt, also Tim hat vor 5 Jahren oder so die AfD verteidigt, ja, und das muss man auch kritisieren. Aber wer Tim auch nur ansatzweise ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass er über die letzten 3-4 Jahre immer gesagt hat, dass die AfD scheiße ist und dass dieser Rechtskram einfach scheiße ist. Ja, also verstehe ich nicht, also irgendwann muss er doch mal raffen, dass er sich distanziert hat von diesem Scheiß und dass er das auch öffentlich preisgibt. Holy shit, ey, wirklich. Wer das heute noch als Argument nutzt, der lebt ja mal voll in der Steinzeit, ne? Dieses AfD-Video, was er anspricht, war halt vor 7 Jahren. Das war 2013. Hellas, grüß dich. Ich meine, wie lange möchtest du mir das noch vorwerfen? Das hat er ja auch nicht nur einmal in dem Video gesagt, sondern an dieser Stelle nochmal. Ach ja, und eben die bekannte AfD-Aussage. Ich habe mich vom damaligen Video halt gefühlt 100 Mal distanziert. Und es gibt wahrscheinlich 30 Aussagen, die ich gebracht habe, die man ebenfalls in diesem Video am Anfang hätte bringen können, die aber nicht so negativ wären. Warum stellst du es so hin? Als ob du ein objektives Video machst, obwohl du direkt nach 5 Sekunden schon eine negative Meinung vorgibst. Aber meine Lieben, das ist doch schwarzer Humor und eine Kunstfigur. Das ist doch halb so wild. Auch das ist eine Sache, die mich halt wirklich absolut stört. Mir wird halt dauernd vorgeworfen, dass ich hier alles mit das ist ja nur schwarzer Humor gerechtfertigt habe. Das ist aber einfach nicht der Fall. Und normalerweise erwarte ich auch, dass wenn man ein ausführliches Video über KuchenTV macht, dass man solche Aussagen auch einfach mal belegt. Glaubt ihr, der hat einen einzigen Beleg für seine Aussage gezeigt? Nein, natürlich nicht, weil er es nicht kann. Ja, ich habe mal 1-2 Sachen mit schwarzem Humor gerechtfertigt, aber das stimmt, vielleicht, ja. Weil das... Also ich muss sagen, eine Zeit lang hat wirklich Tim übel oft gesagt, ja, schwarzer Humor und sowas, wo ich auch gesagt habe, ja, ey, dann bringst du einfach nicht, wenn man es nicht immer versteht, so diesen schwarzen Humor, sage ich mal. Aber wie gesagt, die Zeit, ey, wann hat er das letzte Mal gebracht, dass es schwarzer Humor ist? So, das ist auch schon wieder Ewigkeiten her. Also man kann natürlich auch Sachen kritisieren, die vor 10 Jahren irgendjemand mal gesagt hat und ja, aber das bringt demjenigen ja nichts. Bei einer Kritik, die du ausübst, das muss ja auch ein bisschen Sinn haben für denjenigen, den du kritisierst.
Weißt du, wenn ich jetzt einen Floppy kritisiere, dann muss ich halt versuchen, das so zu kritisieren, dass er irgendwas da mitnehmen kann. Was kann ein Tim aus Floppys Kritik mitnehmen? Ja, also, das damals mit AfD, das war doof. Gut, Tim, der hat das zwar schon die ganze Zeit gesagt, dass er selber doof fand, dass auch das damals für gut geheißen hat. Ja, keine Ahnung. Naja, aber ihr wisst schon, was ich meine. Er kann daraus nichts nehmen und das ist halt einfach mega dämlich. Das muss ich einfach mal sagen. Das auch tatsächlich schwarzer Humor war? Das ist halt so eine Aussage, die halt von so dämlich... Alter, Dude, der feiert ja mal übelst die Emotes. Holy shit. Aber sieht nice aus, Mann. Ich wusste gar nicht, dass es solche gibt. Drachenhatern kommen, die einfach nichts anderes gegen mich sagen können. Du bist halt auf einer Stufe mit denen. Herzlichen Glückwunsch, Bruder. Das ist halt Real Talk genau das gleiche wie, du gibst dauernd damit an, dass du hochbegabt bist. Nein, das habe ich in so einem Dummfakten-Video von vor 10 Jahren mal beiläufig erwähnt. Diese ganzen Drachenhater, Imp und Co. haben das dann immer wieder in irgendwelchen Videos erwähnt, wofür ich mich dann gerechtfertigt habe. Und dann sagen die, du musst das dauernd erwähnen. Nein, ihr seid die Einzigen, die darüber sprechen. Ich muss nicht mit meiner Hochbegabung angeben. Ich habe ein A7 da stehen. Aber gut, reagieren wir uns erstmal ab und machen weiter. Zuallererst ist der Kanal KuchenTV oder Tim kein Unbekannter für mich. Nein, ich kenne ihn sogar noch von früher persönlich. Wir hatten hin und wieder die ein oder andere Skype- oder TS-Session und hatten auch mal in einem Stream miteinander zu tun. Ich will einfach nur damit sagen, dass ich nicht irgendein Random bin, der sich einfach so ein Urteil erlaubt. Okay, du bist also für mich kein Unbekannter, weil wir 2014, 2015 zwei, dreimal in irgendeiner Skype-Konfi gemeinsam mit der SIA gewesen sind. Ich meine, im Endeffekt darf ja jeder eine Meinung über mich haben, gar keine Frage. Aber was ist das denn jetzt für eine komische Rechtfertigung zu sagen? Ich bin generell gespannt. Was waren das für Gespräche? Mit der SIA hatte er denn so krass den Beef, dass es so... Ja, wobei, doch, ich glaube, er hatte ziemlich krassen Beef. Ich glaube, mit der SIA, das war schon ein krasser Beef, glaube ich. Sagen, ja, ich bin ja nicht irgendjemand. Ich habe schon mal in der Skype-Konfi 10 Worte mit KuchenTV gewechselt. Und zwar vor 5 Jahren. Als nächstes kommt die Kassiererin vom Kiosk, wo ich vor 10 Jahren Center-Shock geholt habe und macht ein Grape-Video gegen mich. In dieser Zeit hat der Kanal wirklich einiges an Scheiße gebaut. Ob nun Hassvideos gegen andere Creator oder sonstiges. Was ist denn bitte sonstiges? Es wird halt wieder irgendwas behauptet, was aber einfach gar nicht belegt wird. Ausführliches Video über KuchenTV. Ich finde es übrigens lustig, dass er bei den Hassvideos mein Video zu den schwarzen Humornachrichten gezeigt hat. Das ist halt einfach nur ein Video, wo wir Nachrichten gezeigt haben, wo wir damals auf unserer schwarzen Humorseite beleidigt worden sind. Inwiefern ist das denn bitte ein Hassvideo? Also die Leute haben doch uns beleidigt und wir haben uns über die lustig gemacht. Also da gibt es doch 1000 andere Videos, die man hätte einblenden können. Hast du dir das Video überhaupt selber angeguckt? Oder hast du einfach KuchenTV eingegeben und irgendeins genommen? Und dabei spricht er in seinen Videos so monoton, wie es nur geht und so null kraftvoll und überzeichnet, dass man fast schon denkt, Bro, hier mal ein Ausschnitt von einem Video. Herzlich willkommen, Freunde der Lügen. Ich muss halt einfach mal sagen, dass ich von Leon Mascher wirklich massiv enttäuscht. Also kein Plan, was mit deinen Ohren los ist, aber ich höre mich in diesem Clip. Aber ich muss sagen, ich finde diesmal die... Ich weiß nicht, ob ich blind bin oder so, oder ob ich nicht ganz raff, aber die Qualität ist gerade durchgehend echt geil bei KuchenTV. Weißt du, so muss es auch... Also sonst ist es immer mal unscharf und wieder scharf und wieder unscharf, ne? Das waren so die Kameras. Aber diesmal ist sie halt durchgehend echt nice. Außer von der Hintergrundbeleuchtung läuft das einfach gerade echt gut. Halt nicht mehr wirklich monoton an. Vor allem habe ich ja auf meinem Kanal halt irgendwie 800 Videos, die wahrscheinlich insgesamt auch irgendwie 500 Stunden gehen oder sowas. Und du suchst dir dann 5 Sekunden eines x-beliebigen Videos raus und sagst, Digga, der ist todesmonoton, Alter. Vor allem ist das halt auch lustigerweise ein Kritikpunkt, den ich sonst halt wirklich noch nie bekommen habe. Also vielleicht 1-2 Mal, wo ich noch Bilder vorgesetzt habe, wo ich dann wirklich Texte einfach 1-zu-1 so vorgelesen habe. Aber seitdem ich vor der Kamera stehe, habe ich das halt noch nie gehört. Also keine Ahnung, wie du auf diesen Punkt kommst. Das ist ja nicht... Also ich meine, er ist halt wirklich... Also er zeigt ja Emotionen. Das hat er ja damals nicht so krass gemacht, weil das hat er auch schon damals gemacht. Aber man merkt doch, wenn er jetzt, sage ich mal, aufbrausend spricht, wenn er sehr emotional spricht, und da sieht man doch einfach, dass er nicht monoton ist. Also check ich halt... Ich check den Punkt auch zu 0%. So, und ist natürlich Ansichtssache, wenn Floppy findet, dass es monoton ist. Dann muss man aber auch sagen, dann kann man auch zu ihm sagen, dass er monoton klingt, weil wenn KuchenTV monoton klingt, dann muss auch ein Floppy monoton klingen, ja, je nachdem. Spielhistoriker, ich grüße dich, Bruder, schön, dass du da bist. Nicht mal eine Sache von Meinung, sondern das hat ja was mit Gehör zu tun. Du hörst ja, ob ich die Worte richtig betone oder nicht. Nimm mir das nicht übel, aber wenn ich seine Videos anschaue, dann geht's mir meistens so. Jo, Freunde der Spieleentwickler. Was? Okay, oh Mann, so spät schon. Ich wollte mich dann noch umbringen. Das war halt wirklich cringe overload, Digga. Ich bin am Überlegen, mich nochmal umzubringen. Oh Mensch, so spät schon. Ach, ich wollte mich doch noch umbringen. Ja,
Außerdem hat der Typ einfach mal Riesenprobleme mit seiner Kamera, wo ich mir jedes Mal ehrlich die Frage stelle, Junge, du verdienst doch Geld, warum? Ah, gut zu wissen, weil ich mit meinen Videos Geld verdiene, kann ich ja gar keine Probleme mehr mit meiner Kamera haben. Mensch, das habe ich ganz vergessen. Aber auch hier wird halt nicht weiter drauf eingegangen. Ich meine, ausführliches Video. Warum sagst du da nicht, was für Probleme ich mit der Kamera habe? Was stört dich? Stört dich der Autofokus, die Belichtung im Hintergrund, generell die Belichtung? Ist sonst irgendwas in den Videos nicht in Ordnung für dich? Und ja, ich weiß selber, dass ich hier teilweise Probleme hatte, weil meine Kamera einfach selber mich heller und dunkler gemacht hat. Das habe ich aber schon lange mit manuellen Einstellungen gefixt. Also weiß ich tatsächlich gerade nicht, was dein Problem ist. Aber in einem ausführlichen Video muss man das ja auch nicht näher... Ja, also ich muss halt auch sagen, ich persönlich finde, man sollte einfach auch das ansprechen oder auch das wirklich mal ausführlich kritisieren, weil das bringt Tim halt sonst nichts. Ich habe auch mal gesagt, ja hier, wenn es immer mal so unscharf wird und keine Ahnung, oder die Belichtung ist nicht so geil bei Tim, ne, kann man kritisieren, dann muss man es aber auch sagen, dass es die Belichtung ist, aber bei Floppy war halt so, ja, also irgendwas mit der Kamera ist halt und das ist halt blöd. Erläutern. Ich meine, sonst könnte ich noch was mitnehmen aus dem Video. Nee, das wollen wir auch nicht. Wir wollen KuchenTV nur runter machen. Phänomene wie Julians Blog würden es heute gar nicht mehr so weit schaffen, weil der Upload einfach zensiert werden würde. An welchen sich KuchenTV übrigens stark orientierte, was seine Inhalte angeht. Auch das wieder ist halt einfach irgendeine negative Behauptung, die in den Raum gestellt wird, für die es aber gar keine Belege gibt. Frei nach dem Motto, du bist nichts Eigenes, Digga. Ich habe... Das ist halt, ich finde es halt noch dümmer. So einfach, und selbst wenn KuchenTV sich damals hat inspirieren lassen von Julians Blog, dann ist das einfach auch schon 6 Jahre her oder so, als er begonnen hat mit seinem Kanal. Oder 7 Jahre, ich weiß nicht, wie lange Tim schon den Kanal hat. So, das kannst du dem doch jetzt nicht mehr vorwerfen. Also, sorry, aber ich kritisiere doch auch nicht Sachen, die von vor 6, 7 Jahren passiert sind, als der Kanal gerade noch in den Startlöchern stand. Also, es ist halt... übel lost. Ey, 83 MeToo, ich grüße dich, Bruder. Schön, dass du da bist. Mich halt nie an Julians Blog orientiert. Ja, wir haben einige Parallelen. Wir beide haben... Ja, und das ist ja normal. Guck mal, er ist halt auch der Erste dann gewesen, der, sag ich mal, Meinungsblogs gemacht hat. Und Meinungsblogs orientieren sich, oder Kritiken orientieren sich nun mal auch an irgendwelche Hate-Videos und was weiß ich, was halt Julians Blog gemacht hat. So, und ich finde auch nicht, dass Tim irgendwie die Videos genau so gestaltet oder auch betont hat wie in Julians Blog. Keine Ahnung. Wir haben halt hin und wieder Ironie und Satire und auch Beleidigungen in den Videos benutzt. Julians Blog übrigens 10-mal schlimmer als ich. Aber hat er das patentiert? Hat er es erfunden, Leute zu beleidigen oder ironisch oder satirisch auf Leute einzugehen? Soweit ich weiß, nicht, um ehrlich zu sein, aber vielleicht liege ich ja auch falsch. Darf man jetzt auf YouTube nichts mehr machen, was irgendeine andere Person schon mal ansatzweise so gemacht hat wie man selber oder was? Ja, dann hör bitte auf mit deinen Videos oder warst du der Erste, der meines Blogs hochgeladen hat? Wir können doch einfach beide genau diese Art von Videos unterhaltsam gefunden haben und die dann halt machen. Da spricht doch gar nichts dagegen und das hat auch nichts mit Orientieren zu tun. Er hat sich in den Jahren eine Community rangezüchtet, die diese Inhalte noch kennt und diese auch fordert. Was er bei einem KuchenTV nicht mehr darf aufgrund vieler neuer YouTube-Richtlinien, aber auch nicht braucht. Weil der Junge einfach dann so redet. Also kein Plan, was du denkst, was ich für eine Community habe. Aber niemand fordert hier irgendwelche Julians Blog-Inhalte, um ehrlich zu sein. Tatsächlich ist es halt auch so, dass seitdem ich vor der Kamera bin, mein Kanal noch nie so gut lief wie jetzt. Zumindest bei den durchschnittlichen... Es ist halt wirklich so. Und ich finde auch die Videos 1000-mal angenehmer und besser als damals. Und ich weiß nicht, wie man das jetzt immer noch so überkrass runterreden kann. Aber wie gesagt, ich habe das Video, als wir damals darauf reagiert haben, auch so zu 0% gefühlt. So... Warum macht man so ein Video, so ein richtig unnötiges, so einfach von der Seite irgendwie ficken? Deluxe, ich grüße dich. Klicks pro Video. Ey, das heißt, wirklich. Mein Kanal läuft besser denn je, aber du sagst, dass meine Community ja was ganz anderes sehen will. Ja, aber offensichtlich ja nicht, wenn ich es noch nie geschafft habe, dass so viele Leute meine Videos anklicken, oder? Auch wenn dieser davon oft schon gesprochen hat, dass er noch jung war oder ähnliches, als er diesen schwarzen Humor ausgeschlachtet hat, kaufe ich ihm die Reue nicht ab. Und das liegt daran, dass er in meinen Augen nicht authentisch ist, weil seine Entwicklung nicht real ist, weil sie nicht real sein kann. Okay, Leute, meine Entwicklung kann einfach nicht real sein. Sie kann es einfach nicht! Das ist eigentlich der krasseste Front im gesamten Video, weil er hier halt meine komplette Person angreift. Da bin ich ja wirklich mal gespannt, was für krasse Belege er für so eine Aussage findet. Also ich sag mal so, beim zweiten Mal hören ist es, glaube ich, noch loster als beim ersten Mal hören, als wir uns das angeguckt haben. So, also falls Floppy gerade da ist oder so, keine Ahnung, was du dir dabei gedacht hast, dieses Video zu nehmen. So, also er hat ja, oder dieses Video hochzuladen, er hat ja gesagt, er möchte noch was dazu sagen, um das nochmal genauer zu beleuchten, weil das keiner Kraft hat, warum er jetzt so ein Video macht. Aber ich fand wirklich, also, das ist halt wirklich mit Abstand, wirklich mit ganz viel Abstand, das schlechteste Video von ihm, was ich je gesehen habe.
immer mehr distanziert durch seine künstliche Art und kaum noch mit Freude an Inhalte rangeht, gefühlt und mit Fieber. Auch das wieder, Bruder. Ja, er will halt seine These mit einer anderen These belegen, für die er aber ebenfalls überhaupt keine Argumente hat. Lustigerweise bekomme ich halt sowohl von Zuschauern als auch von YouTube-Kollegen momentan wirklich nur noch positives Feedback für meine Videos und sehr, sehr viele Leute sagen auch, dass meine Videos wieder deutlich interessanter sind, weil man einfach merkt, dass ich wieder Spaß an der Sache habe. Was ja auch stimmt. YouTube-Videos zu machen hat mir wirklich noch nie so viel Spaß gemacht, wie seitdem ich vor der Kamera stehe in diesen Videos. So ist es. Alleine bei Streams bin ich manchmal eine Stunde oder drei länger online, als ich eigentlich wollte, weil ich einfach Bock drauf habe, mit den Leuten zu quatschen. Leute, das fühle ich übrigens gerade zu 100%, was er sagt, auch mit diesen Streams. Ich habe damals auf YouTube immer nur so eine Stunde gestreamt, maximal zwei Stunden gestreamt. Ja, und das war für mich so, oder das war für mich schon relativ viel. So mittlerweile finde ich es schon wenig, wenn wir drei Stunden streamen. Also bei mir ist es immer so Standard, dass ich jetzt mittlerweile um die 4-5 Stunden streame, ne? Das ist absolut gestört und das, obwohl ich eigentlich ja noch Schule habe und Fußball und was weiß ich. Aber irgendwie, das hat sich so eingepegelt und es macht mir einfach mega, mega viel Spaß. So, ich könnte hier 24/7 durchziehen und ich hätte damit wahrscheinlich auch kein Problem. Zu zocken oder mir Videos anzugucken, auch wenn ich mal gerade nicht so viele Zuschauer habe. Aber zum Glück hat er ja noch einen anderen Punkt für seine Aussage gefunden. Ich habe das Gefühl, dass bei ihm im Kopf das Geschäft stark verankert ist und er nur noch weitermacht für Geld. Und das erklärt für mich, warum seine Entwicklung mit und durch die Plattform nicht real ist. Mein Gefühl mal wieder. Junge, du haust einfach einen krassen Front raus, wo du quasi meine komplette Online-Präsenz in Frage stellst und deine Belege dafür sind zwei Punkte, die du mit ist halt mein Gefühl rechtfertigst. Was soll das, Junge? Du musst das doch irgendwie belegen können. Was weiß ich? Inhalte der Videos, Mimik, Gestik, irgendwas. Also irgendwas muss man doch da haben. Dieses Gefühl von dir, das muss doch irgendwo herkommen, oder nicht? Du hättest halt einfach das gesamte Video gegen mich und alles, wie du das belegst. Real Talk jetzt, ich verstehe das auch nicht, was er gegen ihn hat. So, ich finde, wenn man ein Kritikvideo macht, dann sollte man wenigstens noch sagen, warum man diese Kritik ausübt. Und wenn man offensichtlich sieht, dass jemand etwas gegen jemand hat, dann klärt doch einfach die Zuschauer auf, was gerade eigentlich Phase ist. So, warum hetzt er so gegen ihn? Ich finde es wirklich einfach nur unnötig, so keine Ahnung. Nächstes, ja komm Digga, ist halt mein Gefühl, weil man dagegen natürlich erstmal nichts machen kann. Wir wissen ja nicht, was du fühlst. Trotzdem ist das halt einfach absoluter Bullshit. Wenn es mir halt wirklich nur um das Geld gehen würde, warum habe ich dann auf dem Kuchen-TV-Kanal 11 Monate lang ganz normal Videos weitergemacht, die qualitativ sogar noch gestiegen sind, obwohl ich mit diesem Kanal wirklich nicht einen einzigen Cent verdient habe in dem gesamten Jahr. Außer natürlich halt für Placements, wo ich im Durchschnitt halt 1 pro Monat hatte. Die hätte ich allerdings auch bekommen, wenn ja, ich meine Kuchen-TV-Videos auf dem Alkuchen-Kanal hochgeladen hätte. Richtig, Digga, Geld ist für mich offensichtlich alles. Das hat man ja ganz klar gemerkt bei mir. Das war auch schon das gesamte Video. Das Werk heißt ja auch Lob und Kritik an Kuchen-TV. Deswegen habe ich mir mal die Mühe gemacht, alle Szenen rauszuschneiden, wo er mich wirklich gelobt hat. Ich meine, ab und zu macht er halt irgendwie Videos, wo man das Gefühl hat, dass er sich wirklich damit beschäftigen wollte. Oft wird darüber gesprochen, dass Kuchen-TV zu kontrovers oder anders zu unreflektiert und kindlich ist. Aber ist es nicht besser, doppelt falsch zu sein, als nur falsch zu sein? Vor allem, das ist so ein Lob, was mit unterschwelliger Kritik wieder komplett zerfickt wurde, sozusagen. Ja, also man merkt schon, er möchte sich auseinandersetzen, aber es ist halt auch bloß beim Versuch geblieben. So. Weißt du, das ist ja eigentlich schon wieder so eine Kritik im Lob, sag ich mal. Ja, Mittelfinger auf dem Lob steht, ganz genau, so ein Ding ist das. Das waren halt 10 Sekunden im gesamten Video und das war ja auch nicht mal richtiges Lob. Ja, es ist ja besser, Doppelscheiße zu sein, als einfach nur Scheiße, oder? Hey, ganz selten hast du auch mal ein Thema, wo es zumindest so aussieht, als ob du dich dafür interessieren würdest. Ja, Digga, geiles Lob auf jeden Fall, Props, du hast es richtig drauf. Warum schreibst du dann bitte Lob in den Titel? Mir persönlich ist es halt kackegal, ob du was Positives über mich sagst oder nicht, aber ich verstehe das. Kanalrande, Bruder, er ist back am Start hier, Bruder, vielen, vielen Dank für die 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus. Ehre, wirklich. Absolute Ehre. Vielen Dank für euren Support. Das ist krass. Einfach nicht. Du wolltest wahrscheinlich einfach ganz objektiv dastehen im Sinne von, guck mal, ich mag Kuchen-TV eigentlich gar nicht, aber ich kann ihn auch loben. Was aber gar nicht stimmt, weil du halt nur Bullshit über mich gelabert hast und selbst dein Lob eigentlich sogar mehr Kritik war, als wirkliches Lob. Das war auch schon das gesamte Video. Er hat allerdings vorher schon mal eins hochgeladen, wo er so Freestyle-mäßig über 4-Blogger geredet hat. Da war ich unter anderem auch drin. Und da ist auch eine Aussage, die ich halt ebenfalls nicht nachvollziehen kann. So Cloud-Dust-mäßig seine Scripts so weit pimpt, dass man da in eine Richtung geht, die nicht so toll ist. Dann ist halt wieder dieses Aufgesetzte und dieses total Überzeichnete, Überspielte, was mir überhaupt nicht zusagt, wo ich immer das Gefühl habe, dass er sein Skript so weit pimpt, dass es wieder voll super sein muss. Und ich glaube auch, dass ihm das eine Zeit lang auch selber nicht gefallen hat, dass er es immer so pimpen muss, das Skript, damit es multimedial plattformfähig ist und er seine Reichweite behalten darf. Aber diese Videos mit diesem Pimpen und so,
das gefällt mir nicht. Diese gepimpten Videos nicht so gerne, auch wenn ich sie selber mache. Was sehr widersprüchlich ist, bei mir versuche ich aber immer noch so eine andere Ebene damit reinzubringen. Das ist wirklich nur Aussehen auf seine Reichweite behalten oder mehr Klicks machen. Was für ein Bullshit, Digga. Was dieses Pimpen jetzt genau heißt? Ja, keine Ahnung. Unmöglich. Hat er nämlich in dem Video zwar 5-mal erwähnt, aber was er damit meint, hat er halt natürlich lieber nicht gesagt. Lustigerweise habe ich... Er meine bestimmt mit diesen Pimpen, ja, also nochmal versuchen, extra so das Negative draus zu ziehen und extra nochmal draufzuhauen und so. Aber wenn er das meint, dann macht er das einfach selber in seinem Video gegen KuchenTV. Dann pimpt er ja sein Video auch extra auf. Nur, dass es hier in diesem Fall Freestyle-mäßig war und im anderen Video geskriptet war, ist letztendlich komplett, sehr, entweder selbstironisch gemeint oder ist halt ein bisschen doppelmoralisch. Das muss man auch einfach sagen. Zumal man auch einfach sagen kann, was meint er jetzt mit pimpt? So, ist es jetzt wirklich das gemeint, was ich gerade gesagt habe? Oder was? Habe ich halt darauf auch schon reagiert und meinte halt auch, dass er mal bitte klarstellen soll, was er bitte mit diesem Pimpen meint. Er hat mich dann sogar bei Instagram angeschrieben und meinte so, yo, Bro, ich mache echt ein Video über dich. Wo ich mir auch so dachte, ja, warum schreibst du mir jetzt? Was soll ich jetzt sagen, Digga? Schön für dich, dann mach doch einfach. Aber in dem Video, was wir eben angeguckt haben, wurde dieses Pimpen ja, halt auch einfach gar nicht erwähnt. Also du redest halt schlecht über mich. Ich sage dir, yo, ey, sag mal bitte, was du damit meinst. Du sagst, ja, mach ich. Machst es dann aber nicht. Hä? Ja, das ist ja auch nicht das einzige Mal, wo du halt einfach auch in dem Video einfach dumm gegen mich hetzt. Dann gibt es zum Beispiel noch sowas hier. Wäre da nicht das Problem, dass er seine Scripts halt pimpt und das nicht seine eigene Meinung ist, die er da sagt, sondern eigentlich Sachen sind, die er sich irgendwie erdacht hat. Was soll sowas? Ich meine, du sagst halt einfach, dass das, was... Vor allem, das Ding ist halt auch einfach so, es ist jetzt das zweite Video, ne? Er macht erst so ein Video, wo er freestyle-mäßig irgendwas erzählt ohne einen Beleg. Er macht ein zweites Video, wo er sowas sagt, ohne einen Beleg. Will er jetzt noch ein drittes Video machen, wo er irgendwas sagt, ohne einen Beleg? Also keine Ahnung, dann pimp lieber dein Video, aber begründe einfach deine Meinung so. Das ist halt einfach mega lost sonst. Was ich in den Videos sage, nicht meine Meinung ist. Du stellst einfach auch da wieder meinen kompletten Kanal und meine Person in Frage. Bringst du dafür irgendwelche Belege? Nein, natürlich nicht. Du sagst einfach wieder, ja, es kommt mir halt so vor. Ja, ganz klasse, Digga. Dann sag doch auch mal bitte, warum das der Fall sein soll. Geil fand ich allerdings auch diese Aussage hier. Mir nicht so viel Spaß, mir die Videos anzuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Interviews habe ich mir eins reingezogen, und zwar das mit Just Neo zusammen, in der Hoffnung, dass ich da vielleicht sogar erwähnt werde, kann ich aber ganz ehrlich sagen. Bro, du hast dir also wirklich ein 45-Minuten-Interview angeguckt, wo du halt anscheinend gar keinen Bock drauf hattest, einfach nur aus dem Grund, dass du die Hoffnung hattest, dass Just Nero 2 Sekunden sagt, Grüße an Floppy oder sowas. Das ist ein bisschen sehr Cringe-Overload, oder? Magst du Floppy nur? Sag mal was. Das ist halt, da muss ich halt auch sagen, jetzt noch Real Talk, den Punkt habe ich auch null verstanden und es ist ziemlich cringe. Also keine Ahnung, ich finde, wenn man sowas erwähnt, das zeigt doch einfach so, irgendwie, es ist doch nicht böse gemeint oder so, aber das zeigt so, dass man so ein bisschen ist das selbstverliebt? Würde man sagen, das ist ein bisschen selbstverliebt, wenn man darauf hofft, dass man erwähnt wird? Oder aufmerksamkeitsgeil oder keine Ahnung? Also ich gucke mir doch kein Video an, um irgendwie erwähnt zu werden oder sowas. Also entweder es wäre erwähnt und dann freue ich mich halt drüber oder halt nicht, aber mich juckt das dann nicht, ob mich da jemand erwähnt oder nicht. Was in dem Video gesagt hat. Was viele halt ja nicht wissen, ich habe ein privates Problem lange Zeit mit diesem Kanal gehabt. Also ich habe schon echt ein privates Problem, oft das Gefühl, dass ich ihn einfach so nicht mag. Ja, und dann gibt es natürlich die Vorgeschichte, die ich gerade erwähnt habe, die jetzt nicht das Urteil verfälschen. Das würde ich auch denken, wenn ich dieses, naja, wobei doch ein bisschen schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe auch keinen Bock, Hate zu starten oder so. Ich möchte nicht gegen irgendwen haten so richtig. Ach so, du willst mich gar nicht haten. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen du 2 komplett negative Videos über mich machst, wo du halt Dinge behauptest, die du überhaupt nicht belegst. Ganz großes Kino, lieber Floppy. Du sagst doch in diesem Video selber, dass du mich wegen unseren privaten Differenzen, die wir vor Jahren hatten, halt immer noch nicht leiden kannst und dass dein Urteil zumindest zum Teil verfälscht. Und das ist an sich ja auch absolut in Ordnung. Nicht jeder kann jeden mögen. Und wenn du mich für Aktionen nicht magst, die vor 6 Jahren mal vorgefallen sind und von denen ich mich auch schon 1000-mal distanziert habe, dann ist es... Hab ich schon mal erwähnt, das ist auch einfach der Emote Lost, den ihr habt, diesen Emote. Bei allen Subs. Habe ich euch schon mal erwähnt, dass es jetzt sinnvoll ist, diesen einfach mal in den Chat reinzuhauen.
Das ist absolut in Ordnung. Zwar ziemlich dumm, aber hey, das ist ja deine Meinung. Aber dann lass doch auch bitte so ein dämliches Video über mich. Dein Video wird halt auch in den Kommentaren fast durchweg negativ aufgenommen. Auch Leute wie Baku und Co. haben relativ ausführliche Kommentare geschrieben, wo sie halt ebenfalls sagen, dass du einfach Bullshit laberst. Du willst mich halt in diesem Video einfach runtermachen, aber bringst für deine Aussagen halt einfach null Belege. Und nein, das ist mein Gefühl, zählt da einfach nicht. Du redest hier halt einfach jemanden schlecht und hatest mich wegen einer privaten Auseinandersetzung, die wir halt vor 6 Jahren mal hatten. Gerne kannst du ein Video zu unserer Vorgeschichte machen. Ich erlaube dir auch gerne Audios oder Nachrichten oder sonst irgendwas zu zeigen. Das sind alles Dinge, die mich nicht jucken. Aber dann hör doch bitte auf, so ein dummes Video zu machen, wo du halt meine ganze Person und meinen ganzen Content in Frage stellst, wenn dir in einem billigen 4-Minuten-Video zu diesen Punkten nicht ein einziges Argument einfällt. Du bist doch selber Meinungsblogger. Du magst doch auch selber irgendwo das Argumentieren. Aber wenn man keine Argumente für ein Thema hat, dann muss man sich vielleicht mal überlegen, ob man seine Meinung nicht vielleicht ändert. Dann mach doch halt lieber gar kein Video, wenn du es nicht schaffst, ein objektives Video über KuchenTV zu machen, anstatt wie so ein kleines bockiges Kind dann so ein Video zu droppen. Viel mehr kann ich zu diesem Video auch nicht sagen. Und ja, du hast... Mich erinnert auch, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, mich erinnert dieses Video von Floppy so ein bisschen an Klautas' Video, weil das Video von Klautas auch einfach nur... Na, wobei, wir hatten ja keine persönlichen Differenzen, aber es war halt auch einfach nur purer Bullshit, der geredet wurde. Ja, ungefähr so, aus irgendwelchen persönlichen Gründen oder keine Ahnung. Und... Ich weiß nicht, was ich glaube, das hatte, aber wie gesagt, ich habe kein Problem weiter mit ihm. Aber irgendwie ist Floppy da auch so komisch drauf, ist echt schwierig. Du hast recht, ich wusste halt tatsächlich gar nicht, wer du bist. Aber nach diesem Werk habe ich auch gar keine Lust, dich weiter zu verfolgen. Okay, thanks, bye. Es ist KuchenTV, hab die Kugel im Lauf. Ah. Und ich hau dich Hurensohn raus, yeah. Beleidigungen sind cool. Okay, Video ist jetzt werbeunfreundlich. Und das in der Produktplatzierung. Ja, so ein Ding ist das. Nice. Lange. Alt! Okay, ich habe das auch schon gedisliked, by the way, weil... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das Video wirklich schlecht. Ich fand es wirklich so schlecht, dass ich auch ein Dislike dagelassen habe.